Herr Kollege Henkel. Ich glaube, alles, was hier gesagt wurde, kann ich unterschreiben, insbesondere das, was gerade Frau Valenciano gesagt hat. Wir beschäftigen uns auch hier wieder meistens mit den Symptomen, in diesem Falle in Eritrea. Wir haben es natürlich mit einem korrupten, menschenverachtenden und diktatorischen Regime zu tun. Und ich plädiere dafür, dass wir uns noch mal genau angucken, was für Sanktionen wir denn noch machen können gegen dieses Land. Insbesondere bin ich davon überzeugt, dass wir uns dort engagieren müssen, wo es diese Personen, die dieses Land so unterdrücken, auch wirklich persönlich trifft. Und deshalb finde ich, sollten wir alles tun, um den Kreis derjenigen, die Reisebeschränkungen bekommen haben, den Kreis derjenigen, dessen Vermögen wir versuchen, in den verschiedenen Ländern einzufrieren, und den Kreis derjenigen, die ihre Verwandte auf europäische, amerikanische Eliteschulen schicken, dass wir diesen Kreis mal näher ins Visier nehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Henkel. Es folgt für 2 Minuten Frau Kollegin Becerra Basterrechea.